Herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur NHL 20, zu der Fantasy Liga der DEL mit den Hamburger Freezers. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf. Und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und noch ein Sieg am letzten Spieltag gegen die Ice Tigers aus Nürnberg. Versuchen wir heute zu Hause die Mannheimer Adlers auch zu besiegen und in der Tabelle die Führung zu behalten. Aber ich würde sagen, ich quatsch nicht lang miteinander. Ich schmeiß mich gleich aufs Eis. Ein Heimsieg wäre jetzt gut. Also ein bisschen Abstand gewinnend. Ein bisschen Polster kriegen, dass wir der Tabellenführer auch am letzten Spieltag hier sind. Der Joe am Bulli. Verliert das Bulli gegen Mannheim. So, Ben Horden. Auf dem Baule. Bis jetzt ist er gut drauf, unser Bruder. Bis jetzt ist er gut drauf, unser Goalie. 14:25 nur auf der Uhr zum Spülen. Und wir gingen das Bulli. Ah, schön an und hoch gespielt von Mannheim. Das finde ich gut. McDonald. Na und? Warum lache ich nicht noch? Jaskin auf ein Spiel und ein Spiel. Nein, schafft es nicht. 5:55 nur auf der Uhr. Rieder. Wohl, schafft's nicht. 3 Minuten nur zum Spielen. David Wohl. So, der Joe hat ihn geholt. Er bleibt beim Joe, aber er schafft es nicht, der Joe. Das ist ein komisches Zusammenspiel ist heute zwischen mir und meinen Jungs da auf dem Eis. Nichts machen. Am besten mal durch, nutzt eh nichts. Bulli gewinnen wir.
weder der Joe noch der Paule. Soll ich gerade überlegen müssen, die Namen. Schaffen's. Kim schon, kling den Kampf. Ah, Viking kämpft bis zum bitteren Ende. Ein bisschen zu kurz haben sie das Spiel schon über den Bauch gemacht, wenn man das schon so sieht. McDonald. Und somit 1:0. Endlich das 1:0 für die Hamburger Freezers. Von zum Joe Maroon. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Okay. Also immer dicht hinter mir. Keine Ahnung, wie ich auf Maroon gekommen bin. Auf Maroon schreibt man ja anders. Aber jetzt ein Zusammenspiel, das ist super. HP, komm schon. Team 18 nur zum Spülen. Oh, da steht einer gefährlich. Einer. Das war ein zu schwacher Pass. Mannheim greift aber wie du. Und damals 2:0. Da ist jetzt das 2:0 gegangen. Was im ersten Drittel gegangen ist, geht jetzt im zweiten Drittel. Der Derek. 13 Tore in dieser Saison. Ich versprich's, ich versuche mal wieder ein paar Namen zu merken. Schön und eingetroffen. Entschuldigung, dass ich ein bisschen gehen und mir bin, aber es ist halt echt für in der Früh. David Wolf and by number 7, John Moore, kind of the goal.
last minute of play in the second period. Da bin. Bis jetzt holen wir unseren Shooter Baule. Und der steht 2:0 für die Freezers. Hier vor heimischem Publikum. So. Gartner. Aber wer holt sie nicht jetzt? Der Derek, der Ben. Ich glaube, Stefan hast du mit vorgenommen. Scheibenkleister. 14:47 noch. Mannheim hätte noch die Möglichkeit. Es hätte noch die Möglichkeit, das Ding zu drehen. Ja, also von den her. So, HB am Bulli. Auf dem Joe. McDonald. HB, der Joe. Jaskin. Zehn 40 nur. So, der HB. Tada, HB. War nicht. 7:01 nur. Was mir aufgefallen ist, gell, wenn du, egal ob es jetzt mit der, also weil ich ja zwei unterschiedliche Projekte am Laufen habe, du kannst nicht alle die gleiche Einstellung nehmen. Jede Division hat sozusagen ein paar andere Gesetze, Spielgesetze. Strafzeit gegen Mannheim. Wir kriegen viel mit der Einstellung, was ich bei der Ebel habe und da angemacht habe, ist da ein bisschen herausfordernder zum Spielen. Nur mehr als bei der Ebel selber. Manchmal. Ja, sowieso. Es kann auch die Tagesverfassung abhängig sein von dem, wie man selber drauf ist, gell? So, holen wir uns einmal. Bei Ben muss ich irgendwie an Krieg der Sterne denken. Der Obi, Van Kenobi, hat sich auch Ben mit. Oho. Köln zieht noch mit 80 Punkten, habt ihr es gesehen?
Das scheint nur eine spannende Season zu werden. Ja, ah, ein Tor vorbei. Ah, 47 genug. Angst haben tue ich nicht mehr, dass ich verliere. Oder dass es in die Overtime geht. Also die Angst ist schon vorbei. Ich ist schon rum. McDonald auf Jokinen. Jokinen macht das Extra-Tor für Hamburg. Mr. Frost und er feiert. Hier sehen wir. Schaut aus wie Sensei Lawrence von Cobra Kai. Ich brauch's im Knie zum, gell, also. Was sieht er für heute den Goli bei so einem Team aussetzen da? Jokinen. Und somit gewinnen wir 3:0. Hätte ich halt nicht gemeint. Dadurch, dass man mit Nürnberg. Ja gut, gegen Nürnberg haben wir jetzt auch. Haben wir 4:1 Ergebnis. Da haben wir ein 3:1 Ergebnis. Das heißt, wir werden. Uns die Einstellungen anschauen. Und ich glaube, dass der Schwierigkeitsgrad unten ist. Wir haben 3 Stars. Wir haben 2 Tore, wir haben 2 Assists. Nächstes Spiel ist gegen Augsburg. Auch zu Hause. Aber schauen wir jetzt gemeinsam eine Gameplay-Regeln. Die neueste Version. Das ist das, was ich. Computerschwierigkeit. Setzen wir nochmal auf 2. Ja, hier haben wir die Benutzerstrategie Ocha. Und das war's, meine lieben Sportsfreunde, für diesen Spieltag. Würde ich sagen.
Ich hoffe, er hat euch gefallen beim Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, könnt ihr gerne mich abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass, wenn es bei mir auf dem Kanal weitergeht, nichts mehr Neues verpasst. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Spieltag einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht: in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HP. Servus!